Heute ist Sonntag, der 28. Oktober 2018 und wie jeden Sonntag ein kleines Video. Dieses Video wird allerdings etwas kürzer ausfallen, weil ich habe noch Filmsequenzen geplant im Anschluss. Ich hoffe, dass es klappt, weil bei dem Videoschnittprogramm treten manchmal Probleme auf. Das Videoschnittprogramm ist an sich in Ordnung, nur gibt man ab und zu Störsignale auf meinen PC ab in meiner Wohnung und dann funktioniert es nicht immer. Aber wenn alles gut geht, kommt im Anschluss an dieses Video zwei Filmsequenzen. Ja, was sind das für Filmsequenzen? Das sind Filmsequenzen einmal als Fiktion, ein Science-Fiction aus den 70er Jahren. Der Titel heißt Logan's Run. Und wie alle Jugendlichen in meiner Generation waren wir fasziniert von Science-Fiction, von Zukunftsvisionen. Und das ist eine etwas düstere Vision. Es geht darum, dass nach einem Atomkrieg die Menschen in einem unterirdischen System leben, in einer unterirdischen Welt mit einer Glaskuppel unter einem Dom. Und der Platz ist begrenzt. Jeder, der kurz vor seinem 30. Lebensjahr steht, muss leider gehen, also sprich wird getötet. Die Zeremonie ist ziemlich makaber, das ist die Filmsequenz, die ich ausgewählt habe. Da werden Menschen in eine Art Kolosseum geführt, also wie im alten Rom, und dann vor einer johlenden Zuschauermenge geopfert. Und das geht jedem so, der sein 29. Lebensjahr vollendet hat, also da wird keiner 30 in dem Film. Und ein bisschen kann man, oder damals konnte man darüber noch lachen, da konnte man sagen, ja gut, das ist alles Science Fiction, das ist alles nur Film. Aber inzwischen ist leider zu sagen, und es ist auch nicht zu befürchten, weil ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Es ist so, wer heute ein gewisses Alter erreicht hat und vom Staat Geld bekommt, also wer staatliche Leistung bekommt, weil er vielleicht das Rentenalter erreicht hat oder arbeitslos ist, hat leider damit zu rechnen, dass er Zielperson wird. Und es ist auch nicht nur so, dass Leute, die Geld kosten, in Gefahr sind, also die dem Staat Geld kosten, sondern ganz generell gibt es das Ziel, dass 90% der Weltbevölkerung dezimiert werden sollen, also sprich getötet. Und ich habe das schon mal in anderen Videos gesagt, dass dieses Ziel formuliert wurde. Also ich hatte mal Karl Friedrich von Weizsäcker angeführt, der das schon in den 80er Jahren, also in einem Buch von ihm von 1983, hat er diese Thesen aufgestellt. Das ist natürlich schon lange her und damals hat keiner auf ihn gehört. Wie soll es auch anders sein? Das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und es gibt in Amerika gibt es die Georgia Guidestones. Die sehen ungefähr so aus, oder das ist ein Foto davon. Ich zeige das mal eben. Ja, die Streifen, die sind von meinem Drucker, die sehen in Realität ohne Streifen aus. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich werde dazu noch ein bisschen was vorlesen. Das ist aus Wikipedia. Die Georgia Guidestones, zu Deutsch etwa Orientierungstafeln von Georgia, auch bekannt als Steine von Georgia bzw. Markensteine von Georgia, Klammer zu, sind ein Monument aus Granitstein, welches sich in Elbert County im US-Bundesstaat Georgia befindet. Die Enthüllung der Guidestones fand
fand am 22. März 1980 und somit nahe dem Zeitpunkt des Frühlings Äquinoctiums statt. Ja, also das ist praktisch der Frühlingsanfang, ja, 21. März. Und die Enthüllung fand am 22. März statt. Dieser Enthüllung wohnten zwischen 100 und 400 Personen bei. Und die Ziele, die da drauf, also auf diesen Stein, gibt es Inschriften in allen möglichen Sprachen, auf Englisch, auf Arabisch, also in vielen Sprachen. Und ich lese einfach mal die ersten zwei Ziele vor. Das reicht eigentlich schon aus, um einen Eindruck zu bekommen, um was es hier geht. Erstens, halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Dazu muss man sagen, 1980 betrug die Weltbevölkerung 5 Milliarden und 500 Millionen, das sind exakt 10%. Also das heißt, 90% sind zu viel, wenn es nach dem Willen dieser Erschaffer geht, die diese Guidestones erbaut haben. Als zweites Ziel, lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Ja, das hatten wir auch schon mal. Unter dem deutschen Nationalsozialismus gab es auch Zuchtanstalten, wo die Fortpflanzung ja, weise oder geregelt werden sollte, um irgendwie Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Vielfalt zu verbessern. Da gibt es viele bekannte Zitate von Heiner Goebbels, Adolf Hitler, aber das werde ich hier nicht alles wiedergeben. Dazu ist die Zeit zu schade. Und das nochmal hier, dieses Bild, wo man das erste Ziel auf Englisch nochmal sieht, damit hier der Zuschauer merkt, ich sage hier die Wahrheit, also auf Englisch. Da ist nochmal die Zahl von 500 Millionen zu sehen. So, das dazu. Die ganzen Leute, die dort mitgewirkt haben, diese Steine zu bauen, das ist ganz undurchsichtig. Also da sind Namen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also man hat da Strohmänner genommen und es ist gar nicht so genau zu ermitteln, wer da jetzt dahinter steckt. Aber es ist klar, es geht hier um die neue Weltordnung. Und die das erbaut haben, die haben sich ein bisschen versteckt. Die wollten nicht in der Öffentlichkeit bekannt werden. Aber es ist klar, wohin die Reise geht. Und ja, insofern kann man sagen, dieser Film Logan's Run, damals Science Fiction, heute inzwischen Realität. Wenn es nach den Plänen der neuen Weltordnung geht, sollen 90% der Menschheit reduziert werden. Und ja, es gibt daneben noch die gezielte Tötung, das sind einzelne Individuen wie ich. Das geht mir so, das geht auch anderen so. Und ich habe zusätzlich noch ein paar Seiten hochgeladen auf YouTube. Das ist ein Buch von Armin Krishnan, das heißt Gezielte Tötung. Und da habe ich 5 Seiten quasi abgescannt und als Film, also die Seiten so immer mit 2 Minuten Dauer, man kann es natürlich auch anhalten, wenn man länger zum Lesen braucht, habe ich als Film geladen. Ich zeige das mal eben zum Wiedererkennen. Ja, also auf diesen 5 Seiten wird einmal beschrieben, die moderne Kriegsführung gegen, ach so, der Untertitel ist vielleicht noch interessant. Also der Haupttitel heißt Gezielte Tötung, als Untertitel
die Individualisierung des Krieges. Also da geht es eben um einzelne Personen. Ja, und gezielte Tötung, da denkt man erstmal, ja, das sind Drohnenangriffe, da werden Drohnen gelenkt in Afghanistan oder anderswo in der Welt und da werden dann gezielt Terroristen mit attackiert und getötet. Aber inzwischen weiß man, dass das so gezielt auch nicht funktioniert. Oft werden ganze Hochzeitsgesellschaften mit ausgerottet in Afghanistan. Ist alles andere als gezielt. Die Linkspartei, auch also früher PDS genannt, macht, ich war auch mal selber Mitglied in dieser Partei, weil ich die Ziele für erstrebenswert fand, hielt. Und die machen jedes Jahr eine Kundgebung in Ramstein. Dort gibt es eine Station der Amerikaner auf diesem Luftwaffenstützpunkt, wo diese Drohnen gelenkt werden. Weil von Amerika bis Afghanistan reicht das Signal nicht, man braucht eine Zwischenstation. Ja, und die Linkspartei beteiligt sich jedes Jahr an dieser Kundgebung. Herr Lafontaine hält Reden und natürlich sind diese Drohnenangriffe abscheulich und zu verurteilen. Aber leider verliert keiner der Linkspartei, kein Mitglied der Linkspartei verliert nur ein Wort über die gezielte Tötung, die hier auch im Inland stattfindet mit diesen modernen Waffen, mit den Skalar-Wellenwaffen. Ich habe davon in anderen Videos berichtet, wie die funktionieren. Und warum nicht? Aus gutem Grund. Weil würde ein Politiker das Wort gezielte Tötung in Deutschland mit elektronischen Waffen oder wie auch immer auch nur in den Mund nehmen, würde er natürlich selber sofort Kloppe kriegen mit diesen Skalarwellengeräten. Und mein Eindruck ist, dass das auch passiert. Aber es kommt eben darauf an, wer ihr seid. Wenn ihr im öffentlichen Leben steht, dann will man euch zu einem bestimmten Verhalten eben zwingen. Man will vielleicht, dass ihr die eine oder andere kritische Aussage, die ihr früher mal im Leben gemacht habt, vielleicht zurücknimmt oder etwas relativiert. Das betrifft nicht nur Politiker, das betrifft auch Musiker, Künstler, Rockbands. Also inzwischen gehe ich davon aus, dass diese Waffen, die sind, also ich erlebe ja selber, wie viele Fahrzeuge mich am Tag angreifen mit diesen Geräten. Also diese Geräte sind so massenhaft verbreitet hier in diesem Land, dass ich davon ausgehen muss, dass jeder Ziel werden kann. Und heute ist dann auch Landtagswahl in Hessen, heute ist Wahlsonntag. Ich werde mich an dieser Wahl nicht beteiligen, weil ich diese Wahl für eine Farce halte. Weil was macht eine Demokratie aus? Der freie Wille, sich entscheiden zu können. Also seine Entscheidung nach eigenem Gewissen und Wissen selber treffen zu können, seine eigene Wahl treffen zu können. Davon kann aber keine Rede sein. Wenn es eine Macht gibt, eine geheimdienstliche Kontrolle aller Menschen, die hier leben, dass jeder, der hier was Falsches sagt oder der unerwünscht ist, also mit Folter überzogen werden kann, da kann man ja nicht mehr von der freien Entscheidung sprechen. Insofern ist diese Wahl eine Farce und ich werde mich nicht daran beteiligen. Mein Tipp an euch Opfer ist, wählt euch die Leute, denen ihr vertrauen könnt, sucht Hilfe bei Leuten, denen ihr vertrauen könnt und versucht zusammen zu überleben oder diese Folter zu überstehen, bis ihr aus dem Gröbsten raus seid. Ich habe euch erklärt, wie es geht. Dieser Film geht mehr um ja, politische Themen, um das große Ganze. Aber in den anderen Videos habe ich erklärt, wie es geht. Und versucht herauszufinden, wie es geht. Testet die Mittel, die ich euch genannt habe in den anderen Filmen. Und tut euch zusammen in kleinen Gruppen. Lauft keinen Politikern, Institutionen hinterher. Die sind alle mit im System. Und vielleicht sind wir irgendwann genug und gehen vielleicht mal zum Eingang, zum Flughafen, wo die Piloten morgens reingehen zur Arbeit
und stellen uns davor und sagen, also wir möchten nicht, dass ihr in die Flugzeuge steigt, so lange bis diese Tanks und Sprühvorrichtungen ausgebaut sind und wir wieder frei atmen können und weiterleben dürfen. Vielleicht als erster Schritt hört auf zu fliegen, boykottiert alle Flüge, weil mit jedem Flug, also die Einrichtungen sind auch in normalen Passagiermaschinen eingebaut, mit jedem Flug vergrößert ihr das Elend, das über uns hereingebrochen ist. So, das dazu. Und ich sag noch mal was zu dem zweiten Film, den ich ins Netz stelle diese Woche. Es ist ein Film von der Eröffnung des Gotthardtunnels, also der neue Gotthardtunnel, der wurde am 1. Juni 2016 eingeweiht. Das war vor 2 Jahren. Und es wurde eine riesige Feier veranstaltet und es gibt da diverse Filme im Internet, die ich sehr interessant fand. Die habe ich mir angeguckt und habe im Anschluss an der ersten Filmsequenz, das ist der Film Logan's Run, das ist diese Szene, von der ich schon berichtet habe. Da habe ich 1,5 Minuten von dieser Eröffnungszeremonie hineingestellt. Und für mich ist es eine Schlüsselszene. Es ist also die Szene, in der Satan auf die Erde kommt, mit einem lauten Gegrunze, also mit einem tierähnlichen Laut. Und dazu sieht man Menschen unter einem Schleier, die nach Luft ringen, die eine Art Todeskampf ausführen. Und diese Bilder sind so grässlich und so abscheulich. Ich habe diese Bilder eigentlich nur im Zusammenhang mit Auschwitz gesehen. Dort gab es eine künstlerische Darstellung. Die SS-Mannschaft hat in einen Rohr, das durchlöchert war, das Zyklon B hineingeworfen und darunter war die Kammer mit den Leuten, die um Luft gerungen haben. In ungefähr 20 Minuten waren alle tot. Und diese Szene erinnert mich haargenau an dieses Bild, was ich damals in Auschwitz gesehen habe. Also dort gibt es ein Museum, man kann sich dort alles angucken. Und dies ist kein Spaß, es ist real. Also diese Zeremonie zeigt, was sie mit uns vorhaben. Dann eine weitere dazu im Hintergrund sieht man Satan auf einer riesigen Leinwand, der mit irren Augen lacht zu diesem Schauspiel. Dann sieht man leicht bekleidete Jungen und Mädels, also die haben weiße Unterwäsche an und die werfen merkwürdigerweise mit so einer Art weißen Staub um sich. Ringen, kämpfen, das ist sozusagen die neue Generation, das sind die Kinder Satans, die ihr Werk vollbringen. Und ich habe außer dieser kurzen Filmsequenz noch die gesamte Szene, also das ist die Szene am Südportal. Den ganzen Film versuche ich noch einzustellen. Das ist ein gigantisches Schauspiel. Man sieht erst, wie Bauarbeiter, also wie Zombies, eine Armee von Zombies auf eine Art Portal zulaufen. Dann wird nach und nach das Portal für Satan geöffnet. Die Steine werden weggesprengt, das Portal ist dann frei und Satan kommt auf die Erde. Es kann vielleicht sein, dass Leute denken, das ist alles Unsinn und das ist jetzt hier überinterpretiert, aber die Symbolik ist eindeutig. Es waren Regierungsvertreter der ganzen Welt anwesend. Hollande aus Frankreich, damals eben noch Ministerpräsident in Frankreich, Angela Merkel, eigentlich die ganze Welt und hat
diesem Spektakel beigewohnt. Da kann man nicht sagen, ja, das ist das Problem von einer kleinen Sekte oder ja, da hat ein schräger Künstler sich halt was Schräges ausgedacht. Also das hat Bedeutung, das ist kein Spaß. Und ich empfehle euch, alle diese Filme, schaut sie euch ganz genau an, weil es wird haargenau vorgeführt, was die Pläne der neuen Weltordnung sind. Und das wäre es erstmal hier an dieser Stelle. Vielleicht noch als letzte Worte. Es gibt viele Opfer von uns, die überhaupt nicht verstehen, warum sie gefoltert werden. Was haben sie falsch gemacht? Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr seid Opfer, weil es dieser Glaube will an Satan. Es soll so sein, dass Satan zu Ehren Opfer gebracht werden und das einfache Töten reicht da nicht aus. Es soll ein langsamer, qualvoller Tod sein. Das Foltern gehört mit zum Vergnügen. Diese Menschen haben Spaß daran, andere zu quälen. Es wird durchgeführt über die Geheimdienste weltweit. Also es gibt weltweit Opfer. Versucht nicht irgendwie in ein anderes Land zu gehen. Ich habe drei Länder ausprobiert, die Schweiz, Serbien und Russland. Und in jedem Land bin ich gefoltert worden. Es hat gar keinen Sinn. Die neue Weltregierung herrscht weltweit. Es gibt eine Weltherrschaft inzwischen. Die Regierungen sind nur noch da, die Leute glauben zu lassen. Wir hätten hier sowas wie ein politisches System, wo man wählen kann. Interessanterweise ist in diesem Film die Eröffnung des Südportals vom neuen Gotthardtunnel gibt es in dieser Darstellung gibt es drei große Puppen. Das sind überlebensgroße Köpfe, die symbolisieren die Politiker oder die Staatschefs und die tanzen da in einer Art Zirkus zu einer schrägen Walzermusik herum, tanzen und wackeln mit den Köpfen, also total skurril. Das zeigt, was die neue Weltordnung von den Politikern heißt, also was das heißt oder was sie von diesen Politikern hält. Es sind nichts weiter als Figuren, die mit dem Kopf wackeln oder herumtanzen. Also schaut euch den Film an und jetzt aber wirklich die letzten Worte. Egal was sie euch antun, egal wie grausam diese Folter ist oder was auch kommt, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid Gottes Kinder und Gott wird euch beschützen. Wenn eure Zeit gekommen ist, wird er zu euch sprechen, er wird euch zu sich holen und das dürft ihr nicht vergessen, dass Gott euch liebt. Und der Antichrist, der Satan, will, dass wir das vergessen. Er will uns quasi in einem wilden Schauspiel, in einem Spektakel aus Folter und sonstigen will uns verwirren, will uns abbringen von Gott. Das soll ihm nicht gelingen. Und es gibt noch gute Hoffnung, dass sich das Blatt wendet, dass dieser Kampf noch nicht verloren ist. Das wär's für heute.